Ich muss unbedingt was zum elektrischen Fluss sagen. Und zwar Kurzzeichen Psi, griechischer Buchstabe, das große. Und zwar, wichtig, sonst kann man den Kondensator eigentlich nicht verstehen oder überhaupt elektrische Felder nicht so gut verstehen. Ich habe hier zwei Fälle mal skizziert. Und zwar jeweils Kondensatorplatten, einmal mit einer äußeren angelegten Spannung, die klein ist, und einmal groß. Logisch. Die Spannung bewirkt, die kleine, dass nur wenig Ladungen, Q habe ich das genannt, ne? Dass nur wenig Ladungen auf den Platten vorhanden sind. Hier sind es natürlich mehr, weil die Spannung groß ist. Da wir ja grundsätzlich auch, wie bei den magnetischen Feldlinien, sagen können, okay, wir verbinden jeweils die einzelnen Ladungsträger, die positiven mit ihren negativen, mit Feldlinien. Die kann man nicht bloß grafisch verbinden, sondern es ist einfach auch so gegeben. Man kann tatsächlich Feldlinien wirklich auch sich so vorstellen, als wenn man sie gezeichnet hat. Dann ist hier entsprechend mehr los. Hier habe ich einfach mehr Ladungen, also kann ich auch entsprechend paarweise mehr Feldlinien mir vorstellen. Nebenbei, wenn ich hier wenig auf immer jeweils gleich großen Kondensatorplatten gedacht, wenn ich hier wenig Feldlinien habe, ist auch die Dichte der Feldlinien nicht so groß. Nebenbei auch noch die Flussdichte. Und jetzt nochmal was zum Wort Fluss. Es hat nichts mit Fließen zu tun, aber ich komme gleich nochmal auf das Wort Fluss. Wir wissen alle, dass sich positive und negative Ladungen anziehen. Das heißt also, die Kraft ist, also die anziehende Kraft der Platten dadurch, ist hier wenig, hier viel. Und jetzt nochmal zur eigentlichen Schlussfolgerung. Es findet kein Stofftransport statt bei dem Wort elektrischer Fluss. Aber ich kann mir Psi so vorstellen als die Übertragung der Wirkung des elektrischen Feldes. Ich habe hier in Klammern geschrieben Kraftfeldes. Die Kraftwirkung wird übertragen. Wenn ich dann zu dem Wort Elektrikum und Co. komme, ich werde dann hier wahrscheinlich noch links angebracht haben. Wenn ich zum Dielektrikum komme, zum Kondensator, dann ist das wirklich elementar, dass man weiß, was der elektrische Fluss bedeutet und kann sich wesentlich besser vorstellen, was Kapazität eines Kondensators bedeutet, was nochmal Potential und Spannung bedeutet und so weiter und so fort. Also das ist so eine kleine Lücke, die muss erst geschlossen werden. Wie gesagt, elektrischer Fluss heißt nicht das, was fließt, kein Stofftransport. Sondern es ist wahrscheinlich eher so eine historisch übertragene, so werte ich das immer, historisch übertragenes Wort. Und man sagt dann eben nochmal zur Wiederholung: Psi ist die Übertragung der Wirkung des elektrischen Feldes. Und weil solche Felder alle Kräfte auswirken, habe ich Kraft in Klammern geschrieben. Ich hoffe, ich konnte zum Verständnis beitragen. Und ja, dann bis später, ne? Tschüss.